Scheiße, das dauert ja ewig. Keine Ahnung. Ewig ist eine lange Zeit. Da ist er. Oder sie. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Crazy Willys. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Esther. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen Sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern? Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt kommen auch noch Bibelverse. Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Oh Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von Ihnen sieht. O'Brien, hörst du mich? Ich kann gerade nicht. Ruf mich später nochmal an. Ender. Oh, gutes Teil. O'Brien. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Noch ein Mist. Zünden wir es an. Deke, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Lynch, man. Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja. Er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Deke. Mach schnell. Schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay. Ich komme rum. Sind wir an Ende. Deke, wir brauchen ihn lebend. Lebend? Ach, komm schon. Was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er 2 Beutelsamen. Deke, wir brauchen die. Ach, scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat.
Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay, ich werde ihn mir holen. Dicken Ende. Was haben wir hier? Ah. Oh, Scheiße, da ist er. Leck mich, Mann! Hörst du? Komm schon! Nein, nein, komm schon, Billy. Machst es dir nur schwerer! Lynchman. Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest du ja, du killst ein paar Leute, haust mit deren Zeug ab. Ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, huh? Lass mich los, du Arschloch! Hey, hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihnen, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen. Hatte er die Samen dabei? Bitte, lass mich nicht zurück! Nein, ich hab nichts gesehen. Die Freaks! Okay, wir holen ihn ab. Lost Lake Ende. Mach's gut, Lynchman. Dick, eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay, ja, ich kümmere mich. Danke, Dick.
Ich will dir einfach sagen, was du mir bedeutet hast, bevor du den Verstand verloren hast. Die Dinge ändern sich wohl nie, aber sie sind immer noch nicht, wie sie mal gestern waren. Ich hätte sie gestern holen sollen. Könntest du doch sehen. Was du mit mir machst, warum sprichst du denn nicht mehr? Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen wissen. Du Arschloch! Das ist gut. Feuer frei! Ihr fallt ihnen gerne in den Rücken, stimmt's? Wie gefällt euch das?
sehen dich! Zeit ist zu beenden. Na, wie ist das? Kommt schon raus! Das war's. Mit euch. Wie gefällt euch das, hä? Überfallen zu werden macht Spaß, hä, ihr Drecksmörder? Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Es ist wieder der wilde Westen. Und manche tun so, als seien Gesetze und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß, sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Amerika darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Wir haben das Recht, Land zu beanspruchen, es zu halten und zu verteidigen. Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Die Stärksten überleben. Die
die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt die Lügen nicht. Großer Gott, Cobb, Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit. Wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, dass Gewalt das Einzige ist, was zählt. Gewalt und jede Menge Munition. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Hier ist die Luke. Hm, wusste ich doch. Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Ein paar Papiere, Notizen zum Bauen. Oh ja.
Okay, Ricky. Ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drifter sind hier. Kriegst du das hin? Mal sehen. Ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Beacon Ende. Alles klar, die Herren. Ihr wolltet also einfach mal bei uns ein bisschen rumballern, hm? Ah, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr weiterzieht. Kommt schon, Jungs, ist das alles? Ich glaube, das waren alle. Hello.
Okay, ich muss mich bei Ricky melden. Deacon, wie lief's? Ist erledigt. Die werden nicht mehr in der Gegend rumballern. Puh. Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike im Handumdrehen dein bester Kumpel. Bis dann, Deke. Gefunden, die herumgeballert haben. Hey, Mike, ja. Hey, Mike, ja. Ich hab sie gefunden und die werden nicht wiederkommen. Wird's irgendwie schlimmer? Die Herumtreiber und Drifter, die hier durchkommen, anwesende Drifter ausgenommen. Schon okay. Und ja, Mike, es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Mike, ich glaube, es ist wie mit den Touristen aus Kalifornien, von denen du erzählt hast. Tja, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich auch lieber hier als da unten. Ja, stimmt wohl. Bis bald, Dick. Iron Mike Ende. Thank you.
Hast du was? Ich suche noch ein paar Sachen. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Okay, bis bald. Hey, schön dich zu sehen. Was geht, Blair? Yep. Bitteschön. Okay. Du kommst bald wieder, ja? Brauchst du was? Hey, wie läuft's? Okay, ich tank voll.
bin hier, wenn was ist. Wir sehen uns. Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Ja, Ma'am. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwas so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Es scheint ihm schon etwas besser zu gehen. Hey, schön, dich zu sehen. Hey, Blair, wie läuft's so? Ja. Bis bald mal. Hey, ich habe einen Job für dich. Du hast einen Job für mich? Ja, da sind ein paar tote Freaks. Westlich der Brücke, stecken im Matsch. Die muss jemand rausholen und dann hier verbrennen. Kapiert? Schlamm catchen. Ja. Nicht mit mir, Mann, hab zu tun. Hey, ich will, dass du das tust. Ich weiß nicht, was Mike dir auf eurer Tour erzählt hat, aber es gibt viel Arbeit. Hier. Hey. Schizo, das geht nicht. Er kommt mit mir. Ich glaube, ich habe nicht mit dir geredet. Naja, ich habe Mike gefragt. Ich muss raus in die Außenwelt und er kommt mit. Okay? Wie gesagt, hab zu tun. Ja, wenn du zurück bist, kommst du zu mir. Kommst du? Wohin? Ist das wichtig? Ernsthaft, wo wollen wir eigentlich hin? Norden. Ricky, ehrlich, ich habe für den Scheiß wirklich keine Zeit. Komm schon, ich zeig's dir. Ich weiß, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan. Wenn wir die Höhlen versiegeln, hält das die Horden auf? Das habe ich nicht behauptet. Verlangsamt sie vielleicht. Willst du auf irgendwas hinaus? Ja. Ich dachte trotzdem, du wolltest vielleicht bleiben. Ich meine, nicht nur wegen Boozer, sondern vielleicht, weil du helfen wolltest. Das hast du geglaubt? Hey, ich habe mit angepackt. Ja schon, aber immer nur das Nötigste. Und du weißt das. Und jetzt hilfst du Iron Mike mit den Höhlen? Was sollte ich da glauben? Wenn wir früh losfahren, schaffen wir es im Hellen zurück. Solange nichts schief geht. Was soll schon schief gehen? Ich folge dir.
Folg einfach der Route auf deiner Karte. Da oben gibt's ein paar Plünderer-Camps. Halt dich lieber fern davon. Ja, kapiert. Also wie bist du hier gelandet? Ich hab dich nie gefragt. So wie alle, denke ich. Als es losging, war ich weit weg von zu Hause. Bei meiner Rückkehr waren alle fort. Wo kommst du her? Bin in der Kleinstadt bei Portland aufgewachsen. Ich habe in der Stadt gearbeitet. Kam am Wochenende heim. Die Großstadt. Ja, genau. Willkommen in Oregon. Wie war's so da drüben? Ich meine, wie bist du da rausgekommen? Keine Ahnung. Hab Glück gehabt. Die Autos standen bis an die Küste, ein einziger Parkplatz. Willamette Valley war Kriegsgebiet. Es ging alles so furchtbar schnell. Ich sagte Freunden, sie sollten abhauen. Sie haben mir nicht zugehört. Sie haben es atomar zerstört. Portland? Ja, habe ich auch gehört. Eine Atombombe, das hätten wir gemerkt, oder? Ja, also du und Eddie. Hast du ein Problem? Ich? Nein. Komm schon, ich wusste es einfach nicht. Du warst lange mit uns unterwegs und es kam einfach nie zur Sprache. Ich war wie du. Irgendwie. Keine Ahnung. Eine gewisse Distanz schien eine gute Strategie zu sein. Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Geht mich ja nichts an. Deshalb bin ich im Camp. Weißt du? Ich wollte ein normales Leben. Viel Glück dabei. Ist nichts Ernstes. Eddie und ich. Sah für mich anders aus. Ja. Heute überlegt man nicht mehr lange. Weißt du, was ich meine? Hab nicht gefragt. Ich muss dir mal was sagen. Nur zu. Ich bin dir echt dankbar, dass du dich für uns einsetzt. Für mich und Boozer. Bei Iron Mike, meine ich. Wow. Du bist ein echter Softie. Leck mich. Du hast dich bei mir noch nie bedankt. Ja, vielleicht hast du mir dazu ja nie Grund gegeben. Okay. Wo bist du denn neulich mit Iron Mike hin? Moment mal, du sagtest, er hätte es dir schon erzählt. Hab nichts aus ihm rausgekriegt. Ich kenne ihn ja schon sehr lang, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Irgendwie deprimiert. Wo seid ihr hin? Sherman's Camp. Das soll das allerletzte sein. Ist es auch. Aber wir hatten keine Wahl. Ich wollte die Höhlen versiegeln lassen wegen all der Horden. Er wusste, wo früher das Büro war. Wegen der Karten. Er sucht noch den nötigen Sprengstoff. Der Funk muss irgendwie gestört sein. Hört sich fast so an, als wärst du freiwillig da. Ich bin doch mit dir unterwegs, oder nicht? Du hattest keinen Bock auf Sumpfdienst. Okay, erwischt. Was ist passiert? Irgendwas ist passiert. Gar nichts, Ricky. Nichts ist passiert. Hat er denn nichts gesagt? Nein, es ist nichts passiert. Und Iron Mike hat gar nichts gesagt. Wie du sagst, man kriegt einfach nichts aus ihm raus. Okay, da kommt der Damm. Sei vorsichtig am Tor. Keine Ahnung, wer oder was da lebt. Okay. Die Luft ist rein. Was, erwartest du Ärger? Ja, immer. Und wenn's so kommt, sind wir weg. Na, dann komm, ich will den Ablauf prüfen. Wo willst du hin? Hier runter. Oh nein. Ey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort. Ja. Und hörst du das? Was? Genau. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Mhm. Oh. Was ist da passiert? Was? Oh. Was ist mit allen Brücken hier passiert? Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Ah. Oh. Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Der sicher auch. Okay, komm, ich will eben was überprüfen.
Komm her, fühl mal. Na was? Los. Okay. Fühlst du irgendwas? Nein. Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. Hier hoch. Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Darauf. Ich folge dir. Siehst du das? Sowas nennt man Druckrohr. Das Wasser aus dem Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Mit Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden, als es losging. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Komm, hier drüben. Na gut, dann wollen wir uns das mal ansehen. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt, wer... Warte, was soll das? Was machst du da? Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, 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 ich sagte nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Ich sagte, ich schwimme nicht. Gemeldet. Einer von uns muss darunter den Zulauf säubern. Also, mach ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Okay. Jetzt oder nie, los geht's. Ja, das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann es sauber machen. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert. Nichts. Warte mal kurz, das Ding läuft. Ja. Gut gemacht. Spürst du das Vibrieren? Ja, aber die Stromkabel sind noch tot. Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks.